Der Captain sagt Tschüss. Und alle sind sie da. Die aktuellen FCB-Spieler. Die Familie. Und auch ein Überraschungsgast. Thomas Schwatzlik, der ehemalige Teamkollege und heutige Sevilla-Torhüter. Viermal feierte Marek Suchi mit dem FCB den Titel. Zweimal wurde er Cupsieger. 223 Mal spielte der Tscheche für den FCB. Heute muss er zu Spielbeginn erst noch auf der Bank Platz nehmen. Rein in die Partie. Der FC Basel hat das Spiel weitgehend im Griff. Und auf der linken Seite einen äußerst spielfreudigen Noah Okafor. Okafor mit Übersicht. Luca Zuffi scheitert an Matthias Minder im Xamax-Tor. Genau dieser Zuffi macht sich kurze Zeit später bereit für einen Freistoß. Campo aber mit dem Knaller. Perfekt unter die Latte. 1:0 für Basel. Die Freistoßvariante Schuhe binden. Vor allem aber der hochpräzise Schuss von Samuele Campo lässt Basel und Marek Suchi nach 25 Minuten ein erstes Mal jubeln. Anscho und sein Xamax zur Pause mit 0:1 im Rückstand. Der Barrage-Teilnehmer hat noch kein Selbstvertrauen für die beiden letzten Spiele der Saison tanken können. Dies ändert sich auch nicht zu Beginn der zweiten Halbzeit. Suchi knapp vorbei. Die Intensität im Spiel sinkt nun immer mehr. Vor allem die Neuenburger lassen Basel viel Raum, gehen nur halbherzig in die Zweikämpfe. Und das ermöglicht dem FCB dann solche Tore. Wieder trifft Samuele Campo. Toll auch die Vorarbeit von Ricky van Wolfswinkel. Campo dann mit viel Gefühl. Dies alles in der 56. Minute. Die Reaktion von Xamax ist verhalten. Ein Eckball bringt dann aber seltene Gefahr. Und plötzlich liegt die Kugel im Netz. Schiedsrichter Urs Schnieder jedoch annulliert den Treffer, pfeift hier ein Foul an FCB-Hüter Martin Hansen. Ein harter Entscheid. Die Gäste offensiv zwar nun ein bisschen engagierter, dafür defensiv noch nachlässiger. Alle vergessen sie hier. Blas Riveros. Blas Riveros, der Paraguayaner, mit dem 3:0 für Basel in der 78. Minute. Es ist gleichzeitig der Moment für den letzten Auftritt von Marek Suchi im FCB-Dress. Und kurz vor Ablauf der 90 Minuten sind gewisse Spieler dann gedanklich schon in den Sommerferien. Schömmert mit dem Riesenbock. Ademi zum Ersten. Ademi zum Zweiten. 3:1 nach 89 Minuten. Praktisch im Gegenstoß. Julian von Moos allein vor Minder. 4:1 für Basel, es ist der Schlussstand. Julian von Moos in seinem ersten Super League-Spiel trifft der 18-Jährige auf Anhieb. Ein ganz junger strahlt. Ein erfahrener tritt ab. Marek Suchi auf seinem Konto stehen und 224 Spiele für den FC Basel. 5,5 Jahre ist eine lange Zeit. Und wie ich habe gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar zum FC Basel. Viele Titel geholt, 6 Titel waren es. Was ist Ihr Highlight? Alle Titel sicher haben wir sehr, zusammen sehr genossen. Und es bleibt als die schönsten Erinnerungen und auch die Champions League-Spiele.